So. Oh. Hallöchen, endlich mal wieder eine Gottesanbeterin. Haha. Ja, ne? Jetzt guckst du mich an, ja. Wieder freuten wir uns im Garten über den Besuch einer recht zutraulichen Mantis. Voriges Jahr jagten sogar mehrere Exemplare gleichzeitig in unserem Gewächshaus. Den Film dazu findet ihr über den Link auf der Infokarte rechts oben. Es sind beeindruckende Insekten. Heute jedoch möchte ich euch noch andere Räuber zeigen, die sich bei uns schon seit Jahren wohlfühlen. Gleich neben unserem Gewächshaus haben wir im trockenen Bereich unter dem Balkon einen Lochstein platziert, in dem ein rundes Dutzend Sandtrichter zu sehen sind. Gerät eine Ameise da hinein, hat sie kaum eine Chance zu fliehen. Die hat noch Glück, weil der darunter lauernde Räuber offensichtlich bereits satt ist. Wenn aber die riesige Zange des Ameisenlöwen erstmal blitzschnell zugepackt hat, gibt es kein Entkommen mehr. Das gleiche nochmal in Zeitlupe. Erstaunlich ist die Metamorphose des Ameisenlöwen. Die zangenbewehrten, im Sand lebenden Larven verwandeln sich in libellenähnliche Netzflügler, die im Flug Insekten jagen. In unserem Garten müssen sie aber vorsichtig sein, denn hier leben große Venusfliegenfallen. Darin haben wir bereits die Reste mehrerer Ameisenjungfern gefunden. Kurios ist die Tatsache, dass größere Venusfliegenfallen zwar Ameisenjungfern fangen, jedoch die Beute ihrer Larven, kleine Ameisen, mittels eines raffinierten Mechanismus aus den Klappfallen entkommen lassen. Deren Fang wäre unrentabel und würde zu viel Energie verbrauchen. Unser Film dazu kann ebenfalls über eine Infokarte rechts direkt aufgerufen werden. Wer mehr über die schnellsten fleischfressenden Pflanzen sehen möchte, dem empfehlen wir unseren spannenden Film Der Carnivoren Speed Contest. Auch dafür einfach die entsprechende Infokarte rechts anklicken. Aber jetzt zurück zu unseren kleinen Monstern. Aus solchem typisch weißflockigen Gespinst schlüpft der Nachwuchs einer Kräuseljagdspinne. Vor diesen großen Achtbeinern, die, obwohl nicht gefährlicher als ein Bienenstich, durchaus zubeißen können, hat auch Irmgard immer noch großen Respekt. 2005 wurden die aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum zugewanderten Jagdspinnen bei uns erstmals nachgewiesen und mittlerweile haben sie sich am südlichen Oberrhein fest etabliert. Besonders die großen Weibchen sind recht beeindruckend. Sie erbeuten sogar Deutschlands größte Achtbeiner, die Hauswinkelspinnen, die wir in der Umgebung unseres Hauses seit dem Auftauchen der Kräuseljagdspinnen nur noch sehr selten finden. Sehr gefreut haben wir uns über das Feedback zu unserem Film Speedy, unser Spinnenläufer, der auch über die entsprechende Infokarte rechts angeklickt werden kann. Letzten Winter lebte der im Haus hinter unserer Badezimmertür. Seit einigen Monaten ist Speedy verschwunden. Dafür jagen jetzt zwei sehr große Exemplare, sobald es dunkel wird, im Gewächshaus. Es mag Zufall sein, aber seither ließ sich das Kräuseljagdspinnenweibchen dort nicht mehr sehen. Zum Abschluss noch zwei spezielle Gäste. Alle paar Jahre finden wir im Garten die beeindruckende Wespenspinne, was leider immer seltener vorkommt. Und last but not least die ebenfalls nicht häufige räuberische Leopardenschnecke, welche, was nicht viele wissen, die schädlichen roten und schwarzen Nacktschnecken jagt und verspeist.
Daher ist sie tatsächlich sehr nützlich, weshalb man sie im Garten verschonen sollte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.